Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Boons Tower Defense 6 Video. Heute stelle ich den Bombenwerfer Paragon vor und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit einer der Funktionen und Start. Das wird sowas von Chaos geben. Achso, und wir spielen auch Speer und alternative Blumenrunden. Fick, den mache ich mal wieder an. Weil die habe ich ja nur ausgemacht wegen dem Kleberpapagon. Und du Loser! Was machst du eigentlich? Oh, Scheiß rein. Ich hab jetzt mal ein Problem. Die ist immer auf dem ersten. Tagen mal alle. Ah, okay. Beruhig dich. Lass halt noch mehr durch. Ja. Der könnte einen Hochfall auf dem brauchen. Ja. Wir brauchen aber so schnell wie möglich noch eine. Noch einen Bombenwerfer. Den Bombenwerfer darf ich hier eigentlich auch platzieren, weil solange ich ihn halt nicht auf Homes gehe. Wird doch noch ganz gut. Gut, dann mache ich den auf den Bombenblitz. Mal schneller. Jo, der ist eine gute Hilfe. Schon dumm, der kann Bleiballons platzen lassen, aber nicht die schwarzen. Und jetzt der Raketenwerfer. Das ist irgendwie so eine Pferdehochballaffe hier drüben, alles. Wir fokussieren uns mal mit dem Unlicht drauf. Ja, dann kommt hier noch ein anderer hin. Oh, wir haben nicht mal genug Geld. Den mache ich dann auch Mitte. Oben. Mitte. Macht er schon mal den Schaden gegen ihn. Er hat halt eine große Explosionsreichweite. So, auch Raketenwerfer. Zwei Raketenwerfer sind besser als einer. 800. Na gut. Ich will nicht sterben. Ich habe schon verstanden, wir brauchen Übung. Und zwar ganz viel. Wie sterben wir überhaupt noch, bevor wir alle drei Raketenwerfer hier haben? Das könnte jetzt dauern.
Ja, dann gebe ich dem auch gleich einen Stacheldraht, die heißt Schuppenpfeile. Dann kann der auch gleich anfangen. Ich brauche echt mal die Fähigkeit, unsichtbar anzugreifen. Jetzt steht die Falle da vorne. Da kommt der Mordträger da hin. Der bekommt die Streuung. Und dann bekommt der gleich noch die Finger verbrochen. Und jetzt kann ich dann den gleich mal den Rüstpunkt werfen, der skillt. Den ich dann auf oben skill. Also Mitte oben. Bei Mitte ist er einfach gut wegen Tempo. Also ich versuche auch die Hauptwerfer so normal wie möglich zu skillen. Also dass die halt nur M2 Angriffsstufen haben. Ja, ich glaube jetzt ich könnte zwar noch einen Mordschläger gebrauchen, aber ja. Oh, wo kriegt das von mir? Ich will trotzdem meinen Sniper. Ich vertraue den Leuten nicht. Der Sniper geht nur bis immer gut. Da kommt dann halt auch dann, ich habe eh nämlich ja noch gar nicht gestellt. Kein Wunder, dass ich zu wenig Geld habe. Jetzt war jetzt nicht mehr mit Semi automatisch, aber wir gehen das schon. Guys? Lad deine Fähigkeit auf. Okay. Und schon hatten wir eine Chance gegen. Und schon haben wir eine Chance. Rekursiv-Cluster oder wie auch immer man das ausspricht. Guys? Ja komm, das kriegt ihr hin. Ich glaube, das kriegt ihr hin. So, dann fangen wir mal an mit Plantage. Die Bombenwerfer kriegen das da oben bestimmt hin. Zumindest will ich mal einen Marktplatz hier haben. Jetzt speichere den noch auf Stufe 3. Awesome. Da hinten ist einfach nichts mehr. Oder fast nichts mehr. Guys? Hätte vielleicht Völker durchgehen. Dann sie. Geht's wieder auf Geld. Jetzt müssten sie es ja hinbekommen. Wenn es nicht, sind sie die größten Loser aller Zeiten. Mein 3 Stufe 3 Bombenwerfer und ein U-Boot müssen wieder hinbekommen. Man sich ja auch mal die Leute da verlassen. Ich glaube, ich brauche mehr als eine. Ja, ich stelle noch ein paar weitere Dorfleger. Da das hier jetzt nicht nur die Hauptschiffe sind, will ich die auch so komisch nehmen. Drei werden doch wohl reichen. Weil wenn nicht, hier ist, finde ich, voll schlecht. Guys.
Der ist so krass. Wieso one-hittet der die alle? Da haben wir noch mehr Killer. Okay, wir sind ganz klein. Nice. Oh, nice. Oh, nice. Ich kann noch für mehr Training und für mehr zu bringen. So. Gott, das geht weiter. So wie für den guten Garten müsste sein. Ja. Kriegen wir in der Serie jetzt hingekommen. Weil wir wollen ja irgendwann mal ein großer, starker Papa dann werden. Das hoffe ich. Wenn du mir immer so drehen musst, dreh ich nicht. Okay, wir gehen ja jetzt mal richtig ab. Ja, 4 Marktplätze, wenn ich die alle aufrufe. 5 und 4 Skillen ist es halt. Ja, machen wir den zweiten Team auf Platz. Große Bomben. Ja, der eine Bombenwerfer, da ist ganz egal. Eter, deine kostet 27,000, 30 und 60,000. Okay, dann wird der erste Wurf dafür. Guys? Was ist denn? Wo sind wir hin? Die gehen aber. Hier gibt es ja noch eine Arbeit, der Cluster tut. Dann soll ich jetzt da richtig raus, ich bin jetzt in Teilen raus. Man ist doch nicht wieder installiert. Diese 2 Jahre hier, nicht machen nicht mehr. Sie muss nur mal am Anfang helfen. So, ja. Er ist der, ja. So würde ich sagen, jetzt fahren wir auf den Mobilisator. Und dann machen wir weiter mit den Marktplätzen hier unten. Nice. Wir jetzt nur 10.000. Haben wir. Nice. Okay. Und Eliminator. Ist ja gut. Nee, sehen wir nicht. Ich habe natürlich nie dran gezweifelt, dass wir untergehen. Nein, nein. Ich habe die ganze Zeit an die geglaubt. Manche Leute jetzt schon, die über 100.000 hätten. Und ich hier unten immer noch mit den Regierungen so was nichts zu schlechten. Mach mal kann ja nicht sein, dass wir hier so wenig geben können.
mal mehr. Ich will hier einfach noch einen zweiten Bombenwerfer hin, den ich auch irgendwie. Ja, you might want to take a look. Was bist du denn jetzt hier? Ich dachte, da kommt noch ein Hallo. Ja. Selbst wenn wir jetzt unterwegs sterben, ja, aber wir spielen weiter. Wir wollen den Paragon haben. Warum mache ich den eigentlich auf schwer? Wie viel kostet der? Was? Das ist nicht. Das ist nicht. Halt doch nicht viel. So, dann ist gleich der Bombe dran. Jetzt ist das ein Gewicht offen. Ja. So. So, wenn ich das auf Stufe 3 habe, machen alle auf dem Radius mit. Und dann noch mal Nachricht ziehen. Dann sind wir ja schon hier. You might want to take a look at this. Noch eine Nachricht, um eine Nachricht zu ziehen. So. Jetzt können, jetzt machen alle mehr Geld und können alle Blumenarten angreifen. Dann geht eigentlich nur noch vier Farben verbessern und dann warten. Und wie das machen, ich habe nicht die Kette schon auf. Guys, sonst geht das nur auf. Guys, wegen des Licht. Glück habe ich den Nachrichten nicht gemacht. Guys. Ja, ich fahre jetzt mal auf den Blumenvernichter. Und so schmettern der Explosion verursachen schweren Schaden und können Blut am Ort lassen bitte. Ja, welche Klasse davon befolgt werden, werden wir jetzt sehen. Ob der auch diese Dings befolgt. Dann haben wir zumindest schon. guys. Oder was ist das? Wie groß ist der Teil noch? Ich habe mir auch noch so eine Teilmaske runtergeladen. Irgendwie ist doch eigentlich ein Affen, ja, die ist mir nicht Zeit überspringen. Jetzt macht er alle mit Geld in seiner Reichweite. Oh,
wird dauern, bis sie ihn da hinten haben. Du kannst nicht. Okay, der Beste ist hier der... Guys? Was wird das Beta von uns? Und dann halt von Anfang an her. Auch wenn der Kurt den Nachteil hatte, dass er keine Unbeschwangerheit hat. Okay. Ja, da muss ich gleich wieder eine Wahle, glaube ich, machen. Oder nee, es muss ja nur die eine Plantage machen. Also blaue Schiffe sind ein kleines, kein großes. So. Ah, ja. Könnten die Rakete gebrauchen. Denkst du, du hättest Glück gehabt? Ja, weiter. Oh gut, was ist das hier rum? Guys? Guys? Oh, okay. Ich glaube, das ist hier. Oder auch nicht. Okay, hier noch mal kurz mit deinem Waldgeist auf. Zuerst den nur komm, wir haben schon die Hälfte ungefähr. Komm zu nah und du wirst zu Staub bearbeitet. Ja. Du wirst bei deiner Staub. Welchen Paragon sollen wir eigentlich als nächstes machen? Also zur Auswahl stehen Reißnadel, Paragon, Schleifer und Schleifer. Dann machen wir vielleicht
Wir haben eine Runde. Wir haben drei Runden gebraucht. Das geht doch nicht. Mach mal 30. Guys, you might want to take a look at this. Diese wollen keine Mikrofon. Da ist noch. Der ist der Mikrofon. Guys? Gut, nächste nach der Runde beschwören wir den. Oder wir machen selbst die Kassade. Wir machen selbst die Kassade, okay. Also nicht. Okay. Nein, wir machen jetzt erst den anderen. Lass mir doch anders überlegen. Weil das Geld ist ja easy wieder drin. Ich bin das auf der Banane-Kontakt. Vielleicht ist das Geld hier oder? Good night, Vienna. Okay, ich hätte es vielleicht doch nicht spielen sollen. Moneten. Guys. Hey, guys. Good night, Vienna. You might want to take a look at this. Morph Executor. Guys. Junge, ich hab. Also, ich bleib schon mal weniger als bei der anderen. Kann es gehen. Ich sehe keine Kurvelt. Geht doch nicht. Ja, wieder keine Range über die ganze Karte. Ja, das ist jetzt, das ist die. Dass alle Farben die ganze Karte abschießen können, außer dir. Zeitmaschine kann ich nicht nehmen. Warum kann ich die Zeitmaschine nicht für die Zukunft benutzen? Ich weiß ja nicht mal, welcher Apfel sein könnte. Auf dem Bild war Apfel. Aber der ist es ja nicht. Ich will, dass ich die 50 Runde 200. Mir das nicht anspiel. Grüße. Das Runde 119 hat sich irgendwie verfallen und dann sehen wir. Und dann sehen wir uns die Runde 140 und vielleicht 200 wieder. Wenn ich mir das so ohne Sprung verdammt. So kann man noch nicht mehr wollen, sind keine Leute. So,
Ich hab halt einfach nur diese Schütze gekauft. Aber was man gut an dem ist, der kann unsichtbar angreifen. Weil keines der Skillungen kann unsichtbar angreifen. Der schon. Du hast dich in Einfall fliegen. Ich hab's dann gelöst. Ich mach Autostadt aus. Und dann liegt hier die Linie vorbei. Dann kriegt er. Okay, dann kriegt er jetzt noch kurz einen Look. Look Design. Also es sieht schon cool aus, nur es ist halt ein bisschen langweilig, dass der genauso aussieht wie die Mitte. Nur halt in anderer Farbe. Das wäre das einzige, wo halt ein bisschen doof ist, aber ja. Dann sehen wir uns in Runde 140 wieder. Na, und zurück sind wir in Runde 139. Also er hat 24 Millionen Schaden gemacht und wir haben 27 Millionen auf dem Konto. Ja, dann schauen wir mal, ob er Runde 140 hinbekommt. Oh, den kriegt er locker nicht. Warum kann man gerne die Okay. Das ging ja schnell. Ja, dann sehen wir uns entweder in Runde 200 wieder oder in der vorherigen Runde. Ja, dann bis gleich. So Leute, Runde 160 ist die letzte Runde, die ich machen werde. Also dann schauen wir mal, ob wir die Runde hinbekommen. Und schnell. Also mit dem hängt das schon ein bisschen lang. Aber ich sag eigentlich, könnte man auch sagen, es ist ein 5-5-5-Turm. Nur mit einer anderen Lackierung. Ja. Dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.